Was ist der Zweck des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Hast du einen einzigen Tag in deinem Leben verbracht, in dem du nicht einen Moment der Gereiztheit, der Wut, der Angst oder etwas Ähnlichem ausgesetzt warst? Hast du in all den Jahren schon einmal 24 Stunden einfach nur glücklich verbracht? Nicht nur du, fast die gesamte Menschheit muss diese Frage mit Nein beantworten. Wenn du an einem Tag nicht vollkommen freudig bist, ist das verständlich. Aber nicht einen einzigen Tag glückselig gewesen zu sein, das bedeutet, dass etwas sehr Grundlegendes nicht stimmt. Ohne die Grundlagen des menschlichen Mechanismus zu verstehen, versuchen wir, ihn zu bedienen. Es ist, als würden wir in ein Auto steigen, ohne zu wissen, wofür diese drei Pedale da sind. Und wir treten gegen jedes Pedal, wann immer uns danach ist. Was für wahnsinnige Fahrer wären wir dann? Im Moment ist unser Wohlbefinden so zufällig. Wir kennen Momente der Freude. Wir kennen Momente der Liebe, Momente der Glückseligkeit. Wir kennen Momente der Ekstase in unserem Leben. Aber wir sind nicht in der Lage, diese aufrecht zu erhalten. Es ist ruckelig, weil wir versuchen, unser Leben zu steuern, ohne die Raffinesse des Mechanismus zu verstehen, den wir hier handhaben. Also, was ist der Sinn? Was ist der Zweck des Lebens? Diese Frage stellt sich, weil wir die Größe der Existenz nicht erfahren haben. Wir haben die großartige Natur unseres Wesens nicht erfahren. Deshalb fragen wir, was ist der Zweck? Was soll ich tun, um diesem Leben einen Sinn zu geben? Du musst gar nichts tun. Wenn du nur einen Moment hier sitzen und dies erleben könntest, würdest du wissen, dass du nichts tun musst. Einfach nur am Leben zu sein, ist großartig genug. Ist es nicht fantastisch, dass man einfach leben kann, wenn es keinen Zweck gibt? Wenn man nichts zu erfüllen hat? Nein, aber wir wollen einen Zweck. Und nicht nur einen einfachen Zweck. Wir wollen einen gottgegebenen Zweck. Das ist sehr gefährlich. Menschen, die glauben, sie hätten eine gottgegebene Bestimmung, tun die grausamsten Dinge auf diesem Planeten. Sie tun die grausamsten Dinge und sie haben schon immer die grausamsten Dinge getan. Denn wenn man eine gottgegebene Bestimmung hat, wird das Leben hier weniger wichtig als deine Bestimmung. Nein, das Leben ist wichtig. Das Leben ist wichtig. Wenn ich Leben sage, meine ich nicht Familie, Arbeit, das, was du tust, was du nicht tust, dein Auto, dein Haus. Das meine ich nicht. Ist das Leben in dir oder um dich herum? Wir verwechseln die Umgebung des Lebens mit dem Leben selbst. Dein Zuhause, deine Familie, dein Arbeitsplatz, dein Haus, all das ist die Umgebung, das sind die Accessoires des Lebens. Das ist nicht das Leben, nicht wahr? Ist das also wichtig? Es ist von überragender Bedeutung. Nicht du als Person, das ist nicht wichtig, sondern du als Teil des Lebens, das ist sehr wichtig. Denn das ist die Grundlage von allem. Wenn ich sage, das ist die Grundlage von allem, dann existiert das Universum für dich nur, weil du bist, nicht wahr? Die Welt existiert für uns nur, weil wir sind. Sonst würde sie in unserer Erfahrung nicht existieren. Das ist also in jeder Hinsicht wichtig. Was ist also der Sinn dafür, der Zweck? Wenn du einen Zweck hast und ihn erfüllt hast, was tust du dann? Langeweile, nicht wahr? Das Leben ist so phänomenal komplex, dass man es auch nach 10.000 Jahren noch nicht ganz durchschauen kann. Selbst wenn du es 1 Million Jahre lang mit absoluter Aufmerksamkeit betrachtest, wirst du es immer noch nicht in seiner Gesamtheit erkennen. Gibt es einen Sinn? Das Größte am Leben ist, dass es keinen Sinn hat. Das ist der großartigste Aspekt des Lebens, dass es keinen Sinn hat und dass es keine Notwendigkeit gibt, einen Sinn zu haben. Es ist die Kleinlichkeit des Verstandes, dass er nach einem Sinn sucht, weil man sich psychologisch gesehen mit dem Leben nicht verbunden fühlt, wenn man keinen Zweck und keinen Sinn hat. Im Moment ist das Bedürfnis nach einem Zweck da, weil du in deiner psychologischen Struktur gefangen bist, nicht im Lebensprozess. Unsere psychologische Struktur funktioniert auf der Grundlage der begrenzten Daten, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Darin rollt sie umher. Und gerade jetzt sind unsere Gedanken und Gefühle viel wichtiger geworden als unser Leben. Aus diesem Grund suchen wir nach einem Zweck, um der Falle zu entkommen, die wir uns selbst gestellt haben. Es ist eine Falle, die wir uns selbst stellen.
Du kannst dich leicht aus ihr befreien. Wenn die Falle von jemand anders aufgestellt wurde, ist es schwierig, aus ihr herauszukommen, weil sie die Falle so aufstellen, dass du nicht herauskommen kannst. Wenn du in deiner psychologischen Struktur gefangen bist, brauchst du ein Ziel. Andernfalls wird deine psychologische Struktur ihre Integrität verlieren. Deshalb ist das Erste, was du brauchst, Gleichgewicht. Denn wenn du das Gleichgewicht hast, kannst du klettern. Wenn du kein Gleichgewicht hast, ist es besser, du bleibst auf dem Boden. Es ist nicht sicher für jemanden, der nicht im Gleichgewicht ist, hoch zu klettern. Es ist besser, wenn du in der Nähe des Bodens bleibst. Du solltest nicht klettern. Zuerst muss man also ein Gleichgewicht herstellen. Dann lockert man seine psychologische Struktur. Und dann ist es eine wunderbare Sache. Wenn du deine psychologische Struktur ohne Gleichgewicht lockerst, was viele Leute heute tun, warum will jemand Alkohol trinken oder eine Droge nehmen? Weil es seine psychologische Struktur lockert und man sich für einen Moment frei fühlt. Aber ohne das notwendige Gleichgewicht. Wir haben nicht für das Gleichgewicht gearbeitet, aber wir haben Freiheit. Freiheit ohne Gleichgewicht ist Zerstörung, Anarchie, nicht wahr? Das Wichtigste ist also, ein Gleichgewicht anzustreben. Ein enormes Gleichgewicht, in dem man, auch wenn man seine psychologische Struktur auflöst, einfach leben kann. Die Demontage unserer psychologischen Struktur ist ein wichtiger Prozess, denn das ist unsere Falle. Das ist unsere Sicherheit, das ist unsere Stabilität. Gleichzeitig ist das aber auch unsere Falle. Weil die Mauern fest sind, fühlen wir uns sicher. Aber das ist auch unsere Falle. Wenn wir unsere Falle auflösen, lösen wir auch unsere Sicherheit auf, nicht wahr? Wir demontieren dann auch alles, was uns wichtig ist. Und das erfordert also ein Gleichgewicht. Ohne Gleichgewicht wirst du verrückt, wenn du abbaust. Der Sinn des Lebens besteht darin, zu leben. Und zwar vollkommen zu leben. Vollständig zu leben bedeutet nicht, jede Nacht zu feiern. Vollständig zu leben bedeutet, dass man, bevor man stirbt, jeden Aspekt des Lebens erforscht hat, nichts unerforscht gelassen hat. Bevor wir tot umfallen, müssen wir, selbst wenn wir den Kosmos nicht erforschen, zumindest das Leben, das wir sind, hier, diese Körper-Geist-Einheit in seiner Gesamtheit kennen. So viel müssen wir mit uns selbst tun. Das ist das totale Leben, dass wir das Ganze erleben, alle Dimensionen dessen, wer wir sind. Wir haben nichts unberührt gelassen. Nur das müssen wir tun. Es wird eine lange Zeit dauern. Das ist Zweck genug für uns. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Für alle die, die etwas tiefer in die Gegenwart eintauchen wollen und etwas mehr Klarheit gewinnen möchten, für all die haben wir einen Kurs auf unserer Webseite. IMA Transformation Challenge, der ultimative Leitfaden zu Wohlbefinden. IMA Transformation Challenge ist ein umfassender Kurs für persönliches Wachstum, der eine Veränderung in der Art und Weise bewirkt, wie du dein Leben, deine Arbeit und die Welt, in der du lebst, wahrnimmst und erlebst. Schau mal vorbei, wir freuen uns. Alles Gute!